Und das ist hier der so erste kontaktlose Signal. Signal, immer so Taste Europas. Das ist das mal für euch. Funktioniert leider nicht. Funktioniert leider nicht. Leuchtet leider nicht. Sehr, sehr schade. Und dann hier drauf drücke. Achso, vielleicht ist diese Leuchte schon kaputt. Vielleicht ist die Leuchte da oben kaputt. Aber die so Taste reagiert einfach nicht. Ich versuche mal auf der so zur anderen Straßenseite. Schade, das wohl nicht funktioniert. Und die sind wohl auch Touristen, weil das ist hier an der Autobahn. Hier nochmal. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich habe diese Taste gar nicht berührt und schon steht da oben Signal, komm. Recht, der Vater hat das heißt, der diese Taste hat meine Hand erkannt. Und auf der anderen Seite steht schon ein Reporter oder so. Ein Reporter um die Frage, was fanden wie gut die Leute das System finden und so weiter. Ich finde das auch super. Ich finde das so sehr, sehr gut, dass man so das hier überhaupt sieht. Und dann sind hier die ersten kontaktlosen Signalgeber-Tasten in ganz Europa. Jetzt nochmal. Jetzt habt ihr es auch gesehen, dass ich die Kontaste definitiv gar nicht so viel gehört habe. Das finde ich super. In Zeichen von Corona und anderen anständigen Krankheiten finde ich einfach top. Hygiene pur. 100% hygienisch. Und leider sind nicht alle Tasten hier damit ausgerüstet. Zum Beispiel da hinten gibt es noch eine alte Taste. Aber hier, an den beiden Übergängen, an den beiden Übergängen gibt es bereits diese hochmodernen, kontaktlosen Signalgebertasten. Das war's auch schon im Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.